auf dem Eis, die Achten nach dem Pflichttänzen und nach der Rumba, die Zehnten von den Olympischen Spielen in Albertville, Katerina Mrazova, Martin Simicek aus Tschechien. The Russian Gypsy Dance, der russische Zigeuner-Tanz. Die beiden, Katerina Mrazova und Martin Simicek, sind eher die konservativen Vertreter des Eistanzens. Technisch genau und fein, aber lange nicht so spektakulär. Deswegen vielleicht auch nicht die umwerfende Reaktion der 6000 Zuschauer im Hamar Olympic Amphitheater. Das, was sie machen, ist ohne Zweifel
sehr schön, aber sie kleben doch sehr am Regelbuch. Seit 1991 tanzen sie zusammen. Vorher hatte er eine andere Partnerin, mit der Zehnter bei der Weltmeisterschaft in Paris war und Siebter bei der Europameisterschaft in Birmingham 89. Die A-Note nichtsdestotrotz von den Preisrichtern höher eingestuft als die von Jennifer Goodspin und Hendrik Schamberger. Großbritannien mit dem dritten Platz, Mary Perry, schlägt er wieder aus. Rang 2 von Kanada, alle anderen setzen sie auf Rang 1. Sie führen momentan vor